Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video damit beschäftigt, dass wir mal versuchen, selber eine Collection-ähnliche Datenstruktur, eben den Stack, zu implementieren. Und es hat eigentlich auch relativ schnell und gut geklappt für diese Klasse hier. Aber wir haben festgestellt, die kann irgendwie bloß Int-Werte verwalten. Sobald wir das gleiche Prinzip auf Strings beispielsweise anwenden wollen, dann haben wir hier ein Problem. Deswegen werde ich diese Klasse nochmal umbenennen. Ich nenne sie jetzt explizit InStack. Und wir merken schon, diesen InStack können wir nicht für Strings benutzen, weil wir eben hier als Parameter nur Ints entgegennehmen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eine Klasse StringStack bauen, die mehr oder weniger dasselbe macht wie der InStack, aber eben für Strings optimiert ist. Also, wir bauen hier diesen StringStack und ich kopiere mir hier einfach mal alles aus dieser Klasse rüber, die wir vorher geschrieben haben, und ändere bloß die entsprechenden Datentypen, die wir brauchen. Also, wir möchten beim Element hinzufügen natürlich einen String haben und beim Entferne-Element einen String haben und unser Array muss natürlich intern ein String sein und damit müssen wir auch hier eben ein String-Array erstellen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Aha, hier dieses Int passt noch nicht. Wir können hier aber auch einfach var einsetzen. Und aha, hier dieses 0 passt nicht, weil 0 eben nicht der Standardwert von String ist, sondern das ist eben null. Und dann schieben wir diese Klasse mal in eine eigene Datei und schauen uns diese beiden Klassen jetzt mal Seite an Seite an. Und sehen, die schauen sich aber echt verdammt ähnlich. Also gucken wir mal, diese Klasse ist gleich, Entschuldigung, diese Zeile ist hier gleich. Wir haben im Prinzip bloß diesen Typ ausgetauscht. Das hier ist komplett gleich innerhalb des Konstruktors. Das haben wir einfach so rüber kopiert. Hier haben wir wieder bloß diesen Typ ausgetauscht. Okay, das hier ist komplett gleich. Das Einzige, was wir gemacht haben bei dieser Funktion, ist diesen Typ ausgetauscht. Das hier ist nahezu komplett gleich. Wir haben hier var eingesetzt statt int. Und ansonsten haben wir auch hier bloß diesen Typ ausgetauscht und auch diese Eigenschaft Anzahl Elemente ist gleich. Also wir sehen schon, irgendwie haben wir hier verdammt viel Code dupliziert. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir diesen StringStack einsetzen können. Indem wir das so machen und wir sehen, aha, das funktioniert. Das heißt, wir könnten jetzt beispielsweise auch dann hier dieses letzte Element wieder entfernen. Das nennen wir hier eben oberstes Int-Element und hier machen wir eben den String. Das oberste String-Element ist gleich eben String. Oh, hier haben wir noch einen Fehler bei der Benamung. Das ist eben der StringStack. So. Wenn wir hier eben einmal Entferne-Element aufrufen, können wir das auch hier wieder auf der Konsole ausgeben. Aber bitte das String-Element. So. Okay. Und wir sehen, offensichtlich funktioniert das jetzt. Also wir kriegen hier keine Compiler-Fehler mehr. Wir können auch mal bis zu dieser Stelle debuggen. Das heißt, wir erstellen hier diesen String-Stack, fügen das Element hinzu. Wir sehen, es ist im Prinzip genau die gleiche Logik, die eben in der anderen Klasse auch abläuft. Und wenn wir hier eben entfernen, dann setzen wir den Counter runter, holen uns das entsprechende Element, setzen den Standardwert hier ein und geben das wieder zurück. Also, wir sehen, es funktioniert, aber das kann ja jetzt nicht der beste Lösungsweg sein.
dass wir Stacks umsetzen, indem wir eben ständig, wenn wir quasi neue Typen in einem Stack verwalten wollen, eben immer wieder eine neue Klasse schreiben müssen, die letztendlich genau das hier macht, wo wir aber jeweils diese Typen austauschen müssen. Und jetzt kann man mal überlegen, welchen Typen könnte ich denn hier einsetzen, damit ich eben nicht ständig neue Stack-Klassen schreiben muss. Und man kommt sehr schnell zu der Überlegung, hey, wir könnten ja hier nicht int, wir könnten hier nicht string, also irgendeinen spezifischen Datentyp einsetzen, sondern object. Weil wir wissen nämlich, alles ist in C# ein Object. Und genau das werden wir uns im nächsten Video genauer anschauen. Wir schreiben die Klasse Stack mit dem Typ Object. Und für jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.